Der sogenannte Fall Asia Bibi hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Vor 8 Jahren wurde die pakistanische Christin wegen vermeintlicher Gotteslästerung zum Tode verurteilt. Dieses Urteil wurde vor wenigen Wochen aufgehoben und das hat für massive Proteste im Land gesorgt. Vor allem radikale Muslime machen Stimmung gegen Andersgläubige. Die fünffache Mutter Asia Bibi konnte das Gefängnis nach jahrelanger Haft mittlerweile verlassen. 2 christliche Projektpartner der Caritas St. Pölten sind derzeit in Österreich zu Besuch. Markus Maschalek hat mit ihnen über die Lage in ihrem Land gesprochen. Ein gewalttätiger Mob. Das sind die Bilder dieser Tagen aus Pakistan um die Welt gehen. Was wie eine große Protestwelle gegen die christliche Minderheit erscheint, ginge von einer kleinen, aber gut organisierten Gruppe von Unruhestiftern aus. So die Einschätzung der pakistanischen Projektpartner der Caritas. Vor allem kleine, radikale muslimische Gruppen würden versuchen, über soziale Medien Stimmung zu machen. Auch Kinder werden dafür instrumentalisiert. Trotz richterlichen Freispruchs wird der Galgen für die Christin Asia Bibi gefordert. Eine Handvoll Leute macht Probleme. Probleme, unter denen alle leiden. Die Situation ist noch immer unberechenbar und ich denke, unsicher für alle Pakistanis. Die Menschen haben sich gefürchtet, auf die Straße zu gehen, weil dort ein gewalttätiger Mob gewütet hat. Der Mob hat Autos zerstört. Selbst Frauen und Kinder sind angegriffen worden. Vor allem Anhänger der Partei Tehreek-e-Labbaik Pakistan protestieren gegen eine Liberalisierung des Blasphemie-Paragraphen. Sie drohen, andersdenkende Politiker und Richter zu ermorden. Ihnen gegenüber steht eine medial nicht so präsente große muslimische Mehrheit, die anders denkt. Die Christen sind ein Stück weit mit Angst erfüllt und trauen sich nicht an die Öffentlichkeit. Aber viele Muslime machten ihre Unterstützung für Asia Bibi öffentlich. Sie haben die Rechtsprechung durch den obersten Gerichtshof begrüßt. Man muss sich bewusst sein, dass der Islam wie alle anderen Religionen auch Frieden und Liebe lehrt. Religionen zeigen dir, wie man zusammenlebt. Sie lehren Barmherzigkeit. Aber diese Gruppe, diese Handvoll Leute, haben eine andere Interpretation, die komplett falsch ist. Pakistan ist einer der ärmsten und am wenigsten entwickelten Staaten Asiens. Die islamistischen Protestbewegungen sind auch Auffangbecken für sozial Benachteiligte. Ich denke, generell sind Armut und soziale Ungerechtigkeit große Probleme in Pakistan, egal zu welcher religiösen Gruppe du gehörst. Armut und soziale Ungerechtigkeit gibt es über alle Grenzen hinweg. Unter den 200 Millionen Menschen in Pakistan erhalten jedenfalls nicht alle dieselben Grundrechte und Dienstleistungen. Keine Gruppe sollte glauben, sie sei den anderen überlegen. Das muss geändert werden. Auch dafür wird in den wenigen Kirchen Pakistans gebetet.